Guten Morgen. Ich habe gerade die Mia weggebracht. Ben knabbert im Hintergrund so Maisstangen. Und wir wollen jetzt als allererstes mal zu DM fahren. Heute quasi. Gleich noch im Kindergarten. Weil ich halt manche Sachen wirklich nur bei DM kriege und nicht bei Rossmann. Oder ich finde die bei DM einfach besser als bei Rossmann. Sagen wir es mal so. Und deswegen fahre ich dahin, obwohl DM halt nicht bei uns sind. Also, das heißt nicht in der Nähe. Also ich muss schon ein paar Minuten fahren und Rossmann ist halt gleich gegenüber. Deswegen fahre ich eigentlich immer lieber zu Rossmann. Aber wir fahren jetzt zu DM und dann wollte ich noch eine Kleinigkeit einkaufen. Und ja, so startet jetzt unser Tag. Wir haben es jetzt 8.38 Uhr. Ja, das sieht so komisch aus, ne? Genau, 8.38 Uhr. Und ja, morgen schlafen Mia und Ben ja woanders. Ich hoffe, das klappt alles. Und da wollte ich halt auch noch mal ein paar Sachen holen. Ein paar Knabbersachen oder so. Mal schauen. Ja, so startet jetzt unser Tag. Ja, wir sind gerade bei DM gelandet. Ne, Ben? Und Ben versucht wieder alle Sachen rauszuschmeißen, aber bisher habe ich ja Gott sei Dank nicht so viele. Ich werde euch das natürlich zeigen nachher oder im Heu, ich weiß es noch nicht genau. Ich bin jetzt auf der Suche nach Mandelmehl und so weiter und so fort. Mal gucken, ob ich das finde. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Wir waren jetzt noch bei Lidl, haben noch ein paar Sachen eingekauft. Ben hat ein halbes Brötchen jetzt in die Hand gedrückt. Die andere Hälfte habe ich hier noch. Ich habe es ja nicht gegessen. Ich esse jetzt gleich mal so ein Bockwürstchen auf dem Weg. Das darf ich nämlich essen. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir mal den Papa besuchen bei der Arbeit, weil der sich das mal gewünscht hat, dass wir ihn einfach mal besuchen kommen. Ich glaube, er wird sich freuen. Und ich habe ihm noch was zu essen mitgebracht. Ich habe ihm auch Brötchen mitgebracht, dass er dann nachher quasi zum Mittagessen halt nicht nur Brot essen muss, sondern kann auch ein Brötchen essen. Und ich habe ihm noch Getränke mitgebracht, so für die Arbeit. Ich denke mal, dass Koya sich freuen wird. Hoffentlich. Und wir fahren jetzt los, ne Ben? Wollen wir losfahren zu Papa? Sag mal Papa. Er hat Papa gesagt, aber ohne Stimme. Genau, wir fahren jetzt los und dann schauen wir mal, ob wir den Papa überraschen können. So, ich habe meinen Liebling überrascht. Freust du überrascht. Dich? Überrascht. Schon eine Stunde vorher gesehen. Ach Quatsch. Unser Auto hat auch GPS. Das Nein, uns. Aber du freust dich doch, oder? Na klar. Ben hat sich voll gefreut, der ist voll ausgerastet. Ja, der hat sich wirklich gefreut. Papa, Papa, Papa. Und hat mit dir Fangen gespielt. Ja. Mua. Jetzt muss ich leider wieder nach Hause, weil ich kann ja Koya nicht Ewigkeiten von der Arbeit abhalten, ne? Genau. Ich weiß ja wirklich, dass ich erst die Fangen morgen nach Hause. Das stimmt gar nicht. Ich habe ihm sein Essen gebracht und was zu trinken gebracht. Er hat sich sehr gefreut. Ja. Und jetzt werde ich wieder nach Hause fahren, weil wir haben es jetzt mittlerweile schon, keine Ahnung, wie spät ist es denn? Wartet mal. 10.42 Uhr. Und wenn er nach Hause kommt, dann macht der Ben Mittagsschlaf. Ich hoffe, er schläft nicht im Auto ein. Das wäre eine Katastrophe. Ich gebe ihm gleich ein paar Essenssachen und fahre dann erstmal nach Hause. Also, wir sehen uns zu Hause wieder. Oh nein, schon wieder so lange. Wo gehen wir denn jetzt hin? Zur Bücherei. Ja? Und was machen wir da? Bücher angucken. Ja, jetzt komm hier. Ja. Aber Mama, wir was denn? Ich möchte nicht so viel sehen. Oh, du bist ja faul. So, ihr habt es ja gerade schon von Mia gehört. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Bücherei. Mia war ja vor 2 Wochen mit Julia bei der Bücherei und hat sich ein paar Sachen ausgeliehen. Die müssen wir heute wieder zurückbringen. Und wir müssen bis 16 Uhr da sein, weil da Bilderbuchkino ist, genau. Und deswegen muss man uns ein bisschen beeilen. Es ist nämlich 15:45. Ich weiß nicht genau, wie lange wir brauchen. 10 Minuten bestimmt. Deswegen müssen wir uns beeilen. Pass mal auf, Mia, da. Ben. Fährt jemand hoch? Von vorne kommt ein Fahrrad. Mia, komm. Mia, Fahrrad. Oh, es ist eng und kalt und ich melde mich später. So, wir sind jetzt in der Bücherei. Ben ist ein bisschen nölig, aber ich habe hier einen Keks bekommen. Bitte schön. Mia hat sich gerade dieses Bilderbuchkino an. Das ist hier immer jeden Donnerstag um 16 Uhr in der Bücherei. Ist voll cool. Da gehen die runter und da wird halt eine Geschichte erzählt und richtig toll. Und jetzt habe ich auch noch einen Zettel bekommen. Nächsten Donnerstag ist Bastel. Da wird halt ein Buch vorgelesen, danach wird auch noch gebastelt. Das ist richtig schön. Ich habe auch ein paar Bücher gekauft. Die werde ich euch nachher mal zeigen. Bei Mia ist hier und die wird sie zu Weihnachten bekommen. Mia ist jetzt gerade hier vorne und malt noch etwas aus. Die haben hier immer so ein paar Sachen. So ein, keine Ahnung, zumindest ist glaube ich ein Tannenbaum, den die anmalen können. Jetzt malt sie noch ein bisschen, dann kann sie sich noch ein paar Bücher aussuchen und dann gehen wir wieder nach Hause. Das ist immer richtig schön hier. Ganz, ganz viele Kinder und es ist richtig kindergerecht. Finde ich richtig schön. Ich muss leise sein, sagt Mia. Also wir sehen uns zu Hause. So, wir sind wieder zu Hause. Koya ist auch schon da. Er steht am Herd.
Das ist mein Essen heute. Ich habe mir heute so kleine Mini-Bernerwürste gemacht. Ich liebe Bernerwürste und die waren ja 30% produziert. Wenn ihr den Heu seht oder gesehen habt, keine Ahnung, dann wisst ihr, was ich meine. Und da hatte ich noch große Bernerwürste, die kriegt Koya jetzt. Und genau, das ist jetzt mein Abendbrot. Es ist sehr viel, also für alle, die jetzt denken, ich esse zu wenig. Nein, ich darf hier sehr fettig essen und ja, es schmeckt mir auf jeden Fall. Und ich genieße jetzt erstmal mein Essen. Und Koya macht sich 4 Bernerwürstchen mit 4 Brötchen. Oder habe ich das falsch verstanden? Was? 4 Bernerwürstchen mit 4 Brötchen. Nee, 2 Brötchen. Achso, okay. Er macht sich immer 2 Brötchen. Er macht Low Carb, er isst nur 2 Brötchen. Ja, alles klar. Mia ist gerade bei Oppi drüben und Ben ist auch am Essen. Ist auch am Essen. So, guten Appetit. So, wir haben den nächsten Morgen. Es tut mir leid, aber mir ging es gestern Abend nicht mehr so gut. Wir waren noch live, da war noch irgendwie alles in Ordnung. Was macht ihr denn da? Hallo Ben. Papa. Ja, Papa ist schon weg, ne? Mama, du weißt nicht, was ich mache. Ja, du malst. Wartet mal. Auf jeden Fall ging es mir gestern Abend dann nach dem Livestream nicht mehr so gut. Wir wollten einfach ganz normal Fernsehen gucken. Ich lag auf der Seite und wollte so zum Fernsehen gucken. Ich habe immer alles doppelt gesehen. Ich weiß nicht, woran das lag. Koya meinte irgendwie, vielleicht muss ich meine Augen mal auswaschen, habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Yeah! Auf jeden Fall ging es mir nicht mehr so gut und dann bin ich einfach eingeschlafen, weil, ja, keine Ahnung, ich bin einfach eingeschlafen, deswegen sage ich euch jetzt Tschüss. Wie ihr sehen könnt, der nächste Morgen ist. Und ich fange jetzt den neuen Vlog an, also, bis morgen! Tschüss!